Okay, nächstes Game. Nächstes Game. Oh mein Gott, gegen Oregon Beaver. Gegen Oregon Beaver. Daumen hoch. Ey, wir spielen jeden Tag gegen den. Der suchtet total. Good luck. Das ist meiner Meinung nach der beste Spieler der Welt. Der ist einfach so krass gut. Ihr denkt jetzt, er ist nicht so krass, weil er nur Level 11 ist, aber er hat Level 13er Truppen. Oh mein Gott. Der Typ, ne? Der spielt die ganze Zeit auch das gleiche Deck. Das ist so eine krasse Verteidigung. Poison Spell, Kanone, Ritter. Da gibt es einfach kein Durchkommen. Und dann setzt er da hinten einfach die Elixier und freest er da auch noch. Na gut, das ging jetzt noch mal einigermaßen klar. Jetzt setzt er gleich die nächste Elixierpumpe. Dieses Deck, Freunde, das ist echt Respekt. Der ist auch das Einzige, der spielt. Der ist auch echt der Einzige, der spielt. Der hat da irgend so ein paar Tipps und Tricks, die er mit diesem Deck beherrscht, die sonst kein anderer checkt oder nicht sieht. Ich würde am liebsten den ganzen Tag gegen ihn spielen, damit ich mir was von ihm abgucken kann. Guckt es euch an. Ritter, Bogenschützen und der defensive Poison-Spell. Er gerät jedes Mal in ein Elixier Plus. Na, da hätte ich mal ein bisschen mehr treffen können. Ah, okay. Yo, er freest das Ganze. Alter, ist das krass. Was ist los bei dem Typen? Das ist doch einfach nur heftig. Also jetzt mal wirklich. Hat der einen YouTube-Channel oder irgendwas? Egal mit welchem Deck. Jetzt kommt mein Musketier mal für ein paar Hits, für wenige Hits an den Turm ran. Und er setzt die nächste Elixierpumpe. Wir liegen hier vom Damage her auch hinten. Und der Push lohnt sich wieder nicht, da jetzt einfach ein Poison Spell gleich kommt, ne? Fire Spirits war eine übertrieben dolle Verschwendung. Wir setzen jetzt mal den Turm. Kommen wir jetzt mal ein bisschen ran. Ja, da sind wieder die Barbaren. Da sind wieder die Barbaren. Da geht nichts. Da geht nichts. Jetzt freest er wieder. Alter, ist das heftig. Zieht es. Das ist live. Das ist so geil, dass ihr das jetzt hier alle mitsehen könnt. Wie heftig dieser Typ ist. Ritter, Kanone, Bogenschützen immer wieder in der Defensive. Das ist so heftig. Er muss jetzt eigentlich nur noch Poison Spells drüber werfen. Und dann hat er das hier schon gewonnen. Oh mein Gott, nice. Wir konnten noch. Dieser Poison Spell hätte unseren Turm zerstört. Dieser Poison Spell hätte unseren Turm zerstört. Also der Typ, ne? Der Typ, das haut mich jedes Mal um, wie heftig der ist. Aber gestern hast du mit seinem Deck gegen ihn gewonnen. Richtig nice. Ja, stimmst. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich kann. Also. Free Spell. Poison Spell, Ritter, Bogenschützen, Kanone, das ist einfach eine Kombination, damit kann man alles verteidigen. Wen haben wir denn hier? Ist Oregon noch am Start? Ja, hey Diablo, schreibt haha, okay.
Oregon, I have to say, bla bla bla. Oregon tried to fight Diablo Anonymous. Okay, is he on? Bla 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 bla. Oregon Beaver spielt natürlich sein Oregon Beaver Deck nicht. Okay, er spielt ein anderes. Hol mal rein, Beaver. Schreiben wir mal. Friendly Battle und spielt sein Deck. Ich mach einfach mal ein Game. Vielleicht gewinnen wir da. Wir haben jetzt das gleiche Kartenlevel. Turnierverhältnisse. Level Cap auf Level 9. Mal gucken, ob er annimmt. Mal gucken, ob er annimmt. Ah, kam hier eine Spende rein? Ja, nice. Clash Royale Nubi spendet nochmal 2 Euro. Ganz ohne Text, einfach 2 Euro. Sehr nice. Danke. Okay, wir spielen gegen Oregon Beaver. Wir spielen jetzt hier das Oregon Beaver Deck. Mal schauen. Okay, es splittet die Barbaren. Also alles, was der Gegner jetzt macht, alles, was hier der Gegner macht, guck, macht's einfach nach. Macht's einfach nach. Es ist immer... Oh, es gucken sogar 5 Leute zu. Wir setzen den Ritter ein auf die eine Seite. Das ist okay. Setzt jetzt hier einen Poison Spell ein. Schöner Freeze. Ne, doch, ne, kommt der Schweinereiter. Oh, er hat selber noch. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Alter, der Typ, ne? Der Typ. Ich fass es nicht. Starke Barbaren selber eingesetzt. Immer diese Ritter- und Bogenschützen-Kombination, die ist einfach so. Die ist so genial. Splitten sich jetzt leider. Okay, wir setzen die nächste Elixierpumpe ein, chillen erstmal. Er liegt schon deutlich vorne, aber ich meine, es ist auch sein Deck. Es ist auch sein Deck, der hat's. Der beherrscht das bestimmt übertrieben gut. Das lief. Das lief ganz gut jetzt hier. Nächste Elixierpumpe. Und mein Ritter kommt für ein Hit. Na, okay, ein Hit am Turm. Das ist okay. Oh mein Gott, wie er mich fertig macht. Er zieht es euch rein. Wir spielen genau das gleiche Deck. Alter. Riesen Respekt auf jeden Fall. Das war jetzt mal ein guter Freeze. Freeze-Poison-Kombination. Die sah nicht schlecht aus. Er selbst selber nochmal einen Freeze ein. Kommen wir nochmal durch. Kommen wir nochmal durch. Ah, schade mit dem Push. Der Push wäre jetzt gut geworden. Der Push wäre gut geworden, aber wir kriegen den Tower nicht. Ach, mein Tower steht ja auch noch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott! Das war eines meiner knappesten Games überhaupt. Alter! Mein Herz rast. LOL. WP. Alter, was war das denn für ein Ende? Was war das denn für ein Ende? Und das Ganze vor über 1500 Zuschauern, ey. Ich dreh durch. Ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause. Oregon Beaver mit seinem Deck geschlagen. Er hat insgesamt mehr Damage gedealt an unseren Türmen. Wir haben da ganz, ganz, ganz knapp seinen Turm bekommen. Alter, krass.